Willkommen zurück bei meinem Let's Play Imperialism. Ich habe das letzte Mal bereits begonnen, Waffen zu herzustellen, damit ich in der nächsten Runde oder übernächsten Runde anfangen kann, noch zwei Truppen auszuheben, damit wir unseren nördlichen Nachbarn angreifen können. Vor allem Dorni hätte ich ganz gerne, oder Domi heißt das, Entschuldigung, nicht Dorni. Eine Milizia und eine Unit of Unknown Type. Na super. Grr. Und was haben wir da? Eine Milizia, zwei Generäle. Was machen zwei Generäle? Ich wusste nicht einmal, dass es das gibt. Okay. Können diese Dings nicht scouten. Na gut, aber Domi wäre ganz gut, wenn wir einnehmen würden. So, Pont offert uns eines. Akzepten wir. Checkten wir. Außer Pont haben wir noch jemanden, der uns was anbietet? Nö. Das heißt, wir nehmen im Pont diese drei, die wir brauchen. Nur ein Eisen. Zwei Eisen wären schon gut gewesen. Aber ab nächster Runde ist es viel, 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 viel besser. Weil ab nächster Runde sollten wir eigentlich den Hafen haben. No Alliance for Odostan and Chem. Naja, habe ich fast befürchtet. Stock Market and Upward Trend. Inexpensive Paper System developed. Das kennen wir schon alles. Gut, na dann. Nein, da waren wir auch schon. Wo haben wir noch nicht geforscht? Ein Gebiet sollte es noch geben. Ah, da. Ah, sehr gut. Zurück hier zu dem Ding. Du bleibst mal inaktiv, bis wir wieder was machen müssen. So, jetzt verbinden wir als erstes einmal Rivera. Wenn wir das haben. Ah, da sind die Pferde. Mist. Das wäre schön. Das liegt blöd. Ärgerlich. Naja, nein, ich will es trotzdem verbinden. Wenn wir das haben, bauen wir da runter. Bauen wir da ein Depot her. Da haben wir Wolle, Kohle, Getreide. Mist. Getreide haben wir auch, ja. Aber nach Wawona müssen wir trotzdem auch bauen. Naja. Schauen wir mal. Wir haben jetzt 1500 im Plus. Das ist einmal ein gutes Zeichen. Und wir haben Eisen. Juhui. So, wir brauchen nur drei davon. Das heißt, wir können da eins weiter rauf gehen. Und wir brauchen nur zwei davon. Das heißt, wir können da eins weiter rausgehen, oder? 6, 3, 2, genau. Und genau das transportieren wir jetzt nach Hause. Das heißt aber, wir brauchen kein Eisen mehr kaufen ab jetzt. Rein theoretisch könnten wir sogar Kohle verkaufen, weil wir haben so einen Überschuss an Kohle. Und wir haben da unten noch diese Kohlefelder. Na gut, so, schauen wir mal. Fünf Arbeitskräfte zu viel, nur die werden wir gleich mal aufbrauchen, weil wir wollen da ja einen und da einen bauen. Und weg sind die vielen Arbeitskräfte. So, dann werden wir hier keine Waffen mehr bauen, sondern Tools. Ich habe keine Ahnung, wozu man diese Tools braucht. Ich weiß es echt nicht.
Ich habe derzeit kein. Oh, warte mal, vielleicht um diese Typen da herzustellen. Nö, da brauchen wir nur Papier. Wozu braucht man diese Tools? Kauft die irgendjemand auch? Die könnte man verkaufen, die um den höchsten Preis. Ich weiß zwar nicht genau, was man damit machen kann, aber irgendjemand wird's, braucht es offensichtlich auf dem Weltmarkt. Gut, das kommt weg von den Bits. Wir brauchen kein Eisen mehr. Oder vielleicht schauen wir mal, dass wir noch ein Eisen kriegen. Ein letztes. Damit wir ein bisschen einen Überschuss haben. Ein bisschen Überschuss, außerdem macht das Pond glücklicher. Und wir wollen Pond glücklich sehen. An. Pont ist der einzige, der uns ständig was anbietet. Passt. Also gut, wir verkaufen hier Dinge an unsere Verbündeten auch etwas billiger zwar, aber das macht sie auch glücklicher, wenn wir das machen. So, wir haben ein Regiment Kürassiere und ein Regiment Regulars. Largest Pumpkin Eaten in the World. Und da haben wir auch nichts gefunden. Tja, Prospektor, auch du bleibst jetzt mal stehen. Das bedeutet eigentlich, was passiert, wenn wir da jetzt im Norden angreifen? Geht das einfach so? Nein, geht nicht. Wir müssen denen zuerst den Krieg erklären, wahrscheinlich. Wenn wir das machen, ist das eine ziemlich dumme Sache. Wahrscheinlich ist das Spiel relativ bald zu Ende, weil ich frustriert bin und diesen Krieg verliere. Aber ich möchte eigentlich Domi erobern, weil da haben wir. Das wäre viel schneller, als wenn wir da runterbauen nach Wavona. Zu dem Wald. Ich meine, der Wald ist wichtig und den werden wir noch irgendwann einmal. Noch irgendwann einmal. Hoffentlich anschließen. Vielleicht werden wir dann auch gleich noch. Wir bauen aber doch keine Transportkapazität. Also Textile Industry with a capacity of more than double hours. Naja, was soll ich tun? Wir brauchen mehr Leute, die hier arbeiten. Weil wenn wir noch einen Ingenieur bauen, das kostet uns ziemlich viel. Das heißt mal, oh, wir haben keine Kapazitäten mehr. Gebiete. Na dann. Holen wir uns noch einen Menschen. Und dann verkaufen wir die Tools stattdessen. Mehr Leute, die bei uns arbeiten. Ach, warte mal. Na, wie viele Bretter haben wir denn auf Lager? 6. Das heißt, wir werden da jetzt wieder auf 3 und 1 umsteigen. Aber immerhin, der Handel scheint zu laufen. Scheint gut zu laufen. Ich würde zwar ganz gerne auch noch Konserven irgendwann nochmal produzieren, aber da habe ich zu wenig Arbeitskräfte einfach. Das geht sich nie aus mit meinen Arbeitskräften. Ich habe immer zu wenig Leute hier. Gut.
Sollen wir den Krieg erklären? Sollen wir das wirklich machen? Ist das etwas, was man tun sollte? Ich habe keine Ahnung. Alle anderen haben noch keinen Krieg erklärt. Ach, was soll's. Jetzt ist es getan. Okay. Keiner hat uns was verkauft. Oh. Krieg erklären ist nicht gut. Das ist ja super. Sie hassen mich alle. Na super. Das ist ja schrecklich. Excellency, the great power of Deneb has become the most favored trade partner with the minor nation of Hurschen. Naja. Okay. Pont, Kessel. Naja. Odostan acts to repel Loki's aggression. Ich finde die Schlagzeile super. War declared. In a bold move, the government has changed. Ja, bla 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 bla. Industrial Expansion means war? Ja, natürlich. So, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, der Krieg. Oder ob wir da fürchterlich abbeißen werden. Eine Unit of Unknown Type. Na bitte. Auf in den Kampf. Gut, na dann kaufen wir noch so einen und den einen, den wir gekriegt haben, bilden wir gleich mal aus. Und da bauen wir eine Transportkapazität aus. Noch geht das. Aber wir haben bald keine Rohstoffe mehr zur Verfügung dafür. Okay, ich fürchte, jetzt hasst uns jeder, oder? Kann das sein? Wäh. Bad. Die mögen uns nicht mehr. Puh, puh. Okay, das war jetzt nicht sehr klug, offensichtlich. Loki. Ach Gott. So ein Chaos. Aber immerhin, die Großmächte mögen mich trotzdem noch. Und die anderen Kleinen sind auch nicht so schlimm. Die sind jetzt auch nicht so, dass sie uns so sehr hassen. Ach je. Na gut. Das Problem hat sich hoffentlich bald gegessen. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Our forces are attacking the province of Domi. Jetzt sehen wir mal einen Kampf. Defended by the forces of Lok. Do you wish me to deploy the troops for you? Okay. Oder kannst du? Deployen wir sie selber. Oh, okay. Da haben wir drei Troops. Okay. Und ich habe auch ein paar Truppen. Eins, zwei, drei. Dann haben wir einen Typen und sowas. So, bist du mal da hier? Oh. Na, schau dir was an. Die schießen da auf uns. Vielleicht hätte ich mir das mit dem Gebiet ein bisschen besser anschauen sollen.
und schießen. Na geh, das ist ja urdämlich. Pferd, du gehst nach rückwärts. Er flieht fast. Er flieht auch. So, ihr tut so alles. So, wir haben keine Casualties und sie haben 3 Units verloren. Das schaut schon mal ganz gut aus. Wir sind großartig. Wir sind einfach großartig. Wir haben einen Kampf gewonnen. So schwer war das jetzt nicht. Domi, a province of Odostan. Na schauen. Unsere Kürassiere haben ein bisschen was abgekriegt. Aber ich hoffe, die erholen sich einfach bis zum nächsten Mal. Das war ja einfach. Okay, verkaufen tut uns noch immer keiner was. Die hassen uns, weil wir Krieg führen. Odostan takes Domi. The province of Domi in Lok was overcome by the armies of Odostan. The new rulers have not yet announced new policies, but the governor has immediately replaced by the appointment of an official known to be loyal to Odostan. Das klingt gut. So gehört sich das. Also vom Kriegssystem ist es ein bisschen anders als bei Victoria. Die Eroberung von neuen Gebieten geht weit schneller. Gut. Diese Truppen, sollen wir die jetzt einmal stehen lassen oder sollen wir gleich weiter angreifen? Eine Unit of unknown type. Und was ist da? No forces are present. Wenn wir weiter nach Lavi gehen, könnten wir dann als letztes gleich nach Lok City gehen. Ach ja, gleich weiter. So sind wir nun mal, wir bösen Eroberer. Gut, Transporter. Ah, warte mal, was haben wir? 632 und was haben wir da im Dings? 14928, das heißt, wir werden schon davon eins zu viel transportieren. So, wir haben da zu viele Leute, die aber jetzt können wir vielleicht Konserven machen. Wenn wir jetzt zu viele Leute haben, die übrig bleiben. Können wir das ausbauen eigentlich? Bringt nichts. Wir haben zurzeit nichts. Das ist eine gefährliche Sache, was wir da tun. Aber wir produzieren Geld. Nachdem wir sowieso nichts kaufen können, bräuchten wir auch nichts verkaufen. Das heißt, wir werden das dann lassen. Wir verkaufen es noch einmal, diese Runde. Und wir arbeiten uns da dabei drauf.
Außerdem die zusätzlichen Arbeitskräfte könnten wir in Konserven umwandeln. Ist das gut, dass wir das machen? Ich bin mir nicht sicher. Nachdem wir von allen lagern. Na gut, aber da sind unsere Arbeitskräfte wenigstens einmal versorgt. Das heißt, die tun einmal was. Oder wir produzieren noch einen Ingenieur. Das können wir nicht, wir haben kein Papier. Gut. Nur noch fünf Bretter übrig. Nur eines da. Haben wir zwei Dinger. Dann nur noch sechs Bretter übrig. Das heißt, wir können das noch ein paar Runden durchhalten. Eigentlich. Schon gesagt, das ebenfalls. Mögen sie uns, glaubst du, wieder? Oder glaubt sie, mögen sie uns wieder, wenn wir Lok erobert haben? Schwer zum sagen. Forcing defended by the forces of Lok. Do you wish me to deploy? Nee. Da haben wir wieder diese drei. Und das schaut wieder genau gleich aus wie vorher. Am besten aber dieses Mal, dass wir alle unten, unterhalb von diesem Gebiet da, oder alle überhalb. Alle überhalb einfach. Da müssen sie rauskommen. Wow, und sie kommen schon. Und sie kommen auch. Warte mal. Ach, Pferde, ihr seid so feig. No casualties. Two units lost. Okay. Gut. Gut, die Kürassiere sind ziemlich hinüber. Puh. Ich glaube, wir sollten warten, bevor wir weiter angreifen. Okay, und keiner hat unsere Tools gekauft. Auch nicht so schlimm. So, Sim declares war on Simbel. Na, schau an. Sim short on Lumber. The Interior Minister of Sim revealed in a speech. Ah, okay. Carry orders new blade. Orders done takes Lavi. Spicy food, good for hot climate. Na gut. Was? So, Lavi.
bleibt es mal stehen. Aber wir schauen uns mal das an. Zwei Heavy Cavalry, four Units of Unknown Type. Puh. Das heißt, das ist sowieso schwieriger zu erobern. Ja, wir haben gesagt, wir werden. Ein bisschen raufgehen. Achso, nein, warte mal, von denen haben wir mehr als genug. Also wir brauchen da noch eins, ja. Advice from your interior minister. Expand the steel mill. Ja, das ist schön, dass die das haben. Aber ich habe sowieso zu wenig Rohstoffe, also kann ich mir das sowieso nicht leisten. Gut, dann haben wir gesagt. Da bauen wir einen aus. Dann können wir nämlich noch eine Heavy Cavalry machen. Und dann bauen wir noch. Ach Gott, das war ein Fehler. Das war so dumm von mir. Ich hätte zuerst den Typen bauen sollen. Dann muss ich jetzt noch zurücknehmen. Nein. Ja, kann man noch zurücknehmen. So, eins und zwei passt. Da können wir auch wieder raufgehen. Das bleibt bei der Produktion. Das auch. Da produzieren wir noch eins. Okay, hätte ich ganz gerne. So, schauen wir mal, ob wir ein bisschen Geld produzieren können wieder, weil wenn wir den Typen bauen, wenn wir da ein Depot bauen, das kostet auch Geld. So, das heißt aber, wir sind nicht mehr die Einzigen, die im Krieg sind. Sim ist ebenfalls im Krieg. Das heißt, die Leute werden Sim genauso hassen wie uns. Hoffe ich doch. Ja. Okay. Gut. Sim, Deneb. Okay. Weichgespülte Kerle. Mit Sinn ist der noch besser. Vielleicht finden die dann Krieg. Haxako und Zim. Das wäre ja mal was Schönes. Na gut, wo waren wir? Enter. Haben wir eigentlich noch ein Pferd in der Reserve? Ja, wir haben noch ein Pferd in der Reserve. Gut. Dass wir die Pferde vorher gekauft haben. Nö, das bauen wir nicht. Wir bauen noch eine Knarre. Das bauen wir. Gut. Boah, die haben auch angegriffen. Ist das arg? Dürfen die das? Two Regulars, one Light Infantry Artillery. Das ist die Anfangseinheiten, die der da hat. Ah, schau an, schau an. Wir haben Geld gemacht. New Units are reporting for duty. One Engineer. Sim braucht Lumber, ja, nicht nur Sim, auch wir. Aber mit dem neuen Ingenieur sollten wir relativ schnell darauf bauen können. Ja, warte mal.
Vielleicht gehst du jetzt mal daher. Daher. So, wie war das? Wie kann ich mir die anschauen? Nur mit F6? Aber mit F6 ähnlich die. Nein, so. Ah ja, gut, sie erholen sich mit der Zeit. Gott sei Dank. So, wir wollten sowieso noch eine Truppe ausbauen. Noch so einen Kavallerietypen. Und vielleicht noch eine Heavy Artillery. Das wäre vielleicht gar nicht einmal so dumm, wenn wir das machen. 532. Was brauchen wir denn für die Heavy Artillery? Brauchen wir da auch einen Advanced? Ja. Leuder. Noch so einen. Dann holen wir uns noch so jemanden her. Wenn wir zwei produzieren, nur eins. Da können wir wenigstens zwei machen und der braucht einfach weiter dabei. Na, dann bauen wir mal die Heavy Cavalry. Boah, das bringt uns. Eh ganz schöne Nöte. Nein. Da wollen wir noch ein Papier. Ich weiß, das mag grausam klingen. Aber. Wir haben noch ein paar Holz im Vorrat. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm. Gut, verkaufen. Wir verkaufen diese Sachen. Und wir versuchen das da zu kaufen. Das brauchen wir uns eigentlich nicht anschauen. Das ist schlimm genug. Und nächste Runde. Immerhin. Ein Hemd haben wir verkauft. Sind wir noch immer das Letzte hier? Offensichtlich. Immerhin gibt es da im Xinlu Leute, die uns schon mehr mögen als als Zim. In Brurkartei und Zazi sind wir auch schon besser. Pont liebt uns nicht, Pont hat uns immer gern gehabt, Gebiete. So, new units are reporting for duty. Einmal Kürassiere. Zim ist short on steel. Naja, wieso soll es euch besser gehen als mir? Wobei short on steel bin ich gerade nicht. Und ist dann Railway to offer 8th class service. Achte Klasse? Naja, warum nicht? Okay, dort noch ein bisschen. Ihr wartet noch. So, du gehst nach Lavi zu diesen Typen. Ah, warte, da haben wir noch diesen Typen hier. Der kann jetzt da oben in Domi schauen, ob es da was gibt. Boah, das wäre schön, wenn es in Domi was gäbe. Dass wir abbauen können. Egal was es ist, es wäre schön. Wir haben genau einen. Eine Miliz, ja, na okay, die werden uns schon nicht angreifen.
Okay, Industrie. Da haben wir gesagt, da machen wir noch einen. Ausbildung. Nein, ich würde nachher ganz gerne das da ausbauen. Da fehlt uns noch eine Waffe. Aber die bauen wir jetzt. Da können wir wieder voll machen. Da brauchen wir wieder mehr Bretter. Mehr als einmal Papier brauchen wir jetzt in der nächsten Zeit eh nicht. Sollen wir noch einen nehmen? Ja, wieso nicht? Wir produzieren das mal mehr, als wir verkaufen können zurzeit noch. Hey, Hurschen hat was gekauft von mir. Das ist gut, das macht sie glücklicher mir gegenüber. Mit etwas Glück kommen wir wieder mal nach vorne. Irgendwann einmal. Irgendwann mal. Sniff. New invention, iron bridges for railroads. Yesterday marked the completion of the first iron railroad bridge in history. Although this invention would allow access to more timber and railroad construction through wetlands, it will be expensive to retain engineers to use the new technology. Oh, wir könnten dann, glaube ich, durch Sümpfe bauen. Das wäre ja natürlich cool. Psychology Challenges, Idea of Evil. Tja, das war abzusehen. Schade. Da haben wir auch noch Wolle. Verdammt. Gibt so viele schöne Sachen. Und wir finden nichts. Na, okay. So, schauen wir mal, wie viel würden das kosten? Allows engineers to build railroads through swamps. Allows forester unit and improvement of timber to level 1. Das machen wir doch glatt. Kostet 2500, aber es ist trotzdem schön. So, ihr steht weiterhin. Was haben wir denn da? 4 Militia, 1 Unit of Unknown Type. Ich glaube ihnen kein Wort. Vorhin waren es noch irgendwelche Kavallerie-Sachen. Ich weiß nicht, was die da sagen, machen, schreiben. Ärgerlich. Das heißt, wir können jetzt Foresters bauen. Also nicht jetzt, aber nächste Runde dann. Nein. Oh, 6-3-2. Sogar 8-4-2. Passt. Gut, wir haben wieder Macht. Macht, 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 Macht. Kann ich den jetzt bauen? Jo. Okay, dann haben wir wieder ein Buch. Dann können wir nämlich den da auch weiter ausbauen. Wie schaut das aus? 2 und 1. Lassen wir das mal. Brauchen wir da mehr von dem? Das brauchen wir eigentlich gar nicht. So.
Ich frage mich echt, wie ich aus dieser Spirale wieder rauskomme. Muss ich echt Frieden schließen mit denen, bevor mich die anderen wieder mögen? Ach so, warte mal, das wollte ich noch schauen. Wie ist denn das Forest? Ach so, haha, Idiot. Gibt's erst nächste Runde. Na gut, Herrschaften. Wir machen noch die nächste Handelsrunde. Hey, es bietet uns wieder jemand was an. Kessel mag uns wieder. Leider bieten sie kein Holz an. Das wäre echt wichtig gewesen. Naja, kann man nichts machen. Wir nehmen auf jeden Fall das mal. Alles, was wir kriegen, ist gut. Wir haben noch immer ein Plus. So gesehen passt das schon. Yay, Iron Railroad Bridge. Nicht schlecht. Und eine neue Artillerie. Die schicken wir dann gleich darunter. Dass ich da jetzt was herbaue, bringt eigentlich fast. Achso, warte mal, haben wir ja schon. Bringt fast gar nichts. Aber darunter wollen wir jetzt zu der Kohle. Du gehst daher. So, ihr wartet noch eine Runde. Und du gehst auch zu denen. Nach Levi. Was haben wir da? Eine Milizia? Ich glaube euch nicht. Da steht irgendwas drin, aber nicht eine Milizia. Ich weiß nicht genau, wo die se sein soll. Ich hoffe, wenn ich die Hauptstadt erobert habe, dass sie, wenn ich mit der Artillerie rangehe, müsste ich eigentlich sie rausschießen können. Die schießt ja weiter als die anderen, da brauche ich ja gar nicht vorpreschen. So, da unten haben wir auch Wolle. Wolle und Holz. Wolle, Holz. Herz, was willst du mehr? So. Dum, dum. Ein Holz mehr. Woher kommt das Holz? Offensichtlich ist da oben, wo ich jetzt gerade gebaut habe, doch auch noch was. So. Und lass mal das. Das mehr an Holz kann man gleich da reinbauen. Sondern wir brauchen mehr Leute, wir brauchen mehr Truppen, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr alles. Gut, Herrschaften, für heute mache ich Schluss. Ich glaube, werde ich dann schlafen gehen? Nein, ich glaube, ich werde noch eine aufnachen. Aber jetzt mal Schluss mit lustig. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dann, schlaf gut und träumt was Schönes.